Menschen und willkommen zu Teil 18 im Raben Junk Journal Lepo Koffer Set vom Design Team Funkelkram von meinem Monsterprojekt. Oh Mann. Ja, also die Signaturen habe ich jetzt drin. Die sind sehr schön drin. Ah, Sekunde. Hatte ich wieder vergessen, ne? Auf nicht stören zu stellen, ich jeck. Also ich habe noch einen Rest von diesem schmalen Spitzenband gehabt und dann dachte ich, das ist hier zum Zubinden genau richtig. So sieht es ja auch aus, ne? Passt. Auf dem Buchrücken hier habe ich aber das noch gemacht. Also ist ähnlich wie bei dem Lapbook, ne? Weil ich finde, das sieht einfach schön aus. Das passt irgendwie. Hier fällt mir super gut. Da hatte ich nämlich die zwei großen hier noch. Und solche Filigrees, so nennt man das. Bei Funkelkram gibt es die auch auf der Seite. Ob die jetzt die Blümchen haben, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, woher ich die Blümchen habe. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Aber man hat ja viele Döns, ne? Die Schildchen habe ich gesehen. Also da habe ich nur die schmalen gefunden. Die, naja, eben, die sind ein bisschen kleiner. Die haben sie und das Ding, das ist, nennt sich bei denen wirklich Türklopfer, ne? Haben die auch. Gut, also eine Näht habe ich sie und eine klebt ist das Dingens auch, ne? Und das hat mir dann mit Spitze doch besser gefallen. Habe ich hier auch noch Spitze dran gemacht. Ah ja. Jo, das ist das, ne? Ja, und hier, das ist dann einfach nur so drum gewickelt, ne? Das hier, hier ist das eine End. Und das habe ich hier nur so drum geschlungen. Also kann man auch wieder abmachen, anderes dran machen. Aber so finde ich das eigentlich ganz gut. Und da kann das erstmal bleiben. So, jetzt habe ich alle drei Bücher. Also hier, das ist das Big Lady, Big Vampire. Dann das Little Lab Book inklusive dem wichtigen Stift. Hier kommt auch noch was. Die muss ich noch fertig machen. Habe ich jetzt bis jetzt noch nicht. Die Karten, die kommen da noch rein. Und ja, das bolzt sich noch zur Zeit wird, aber das machen wir noch ein bisschen dicker, würde ich sagen. Ne? Ich meine, ich mache da jetzt ja, auch noch was rein. Und hier das. Da fehlt natürlich noch ein Verschluss. Da habe ich, wo ist er denn? Wo bist du denn? Ach, hier ist er doch. Da habe ich das Strumpfband, was ich von Irene bekommen habe. Das finde ich nämlich super passend mit der Blutspritze da dran. Das gefällt mir irgendwie gut. Ah ne, das ist viel zu groß, sehe ich jetzt. Das ist zu groß. Das ist ja blöd. Und dann verdeckt das Bild. Ja gut, man würde es ja auch wieder abmachen. Gut, wenn es dicker wird, dann ist da auf jeden Fall noch Platz, ne? Aber irgendwie gefällt mir das jetzt ja nicht. Na, da gucke ich mal. Mache ich vielleicht doch noch was anderes. Nun weiß ich noch nicht, was. Mal gucken. Was haben wir denn hier? Hier an den Ecken haben wir noch nichts. Ja. Ich weiß es nicht. Ich tue sie jetzt erstmal auf Seite. Denn hier an dem Mephedums da will ich schon noch was dran machen, ne? Und ja, da heißt es jetzt Ephemera basteln, also irgendwelche Sedöns. Ich hatte noch, wie ich die zwei großen Teile und die Blümchen rausgesucht habe, habe ich das auch noch gefunden. Dachte ich, da mal gucken. Da kann man ja ein Brett in die Mitte machen, also so eine kleine Musterklammer. Und dann kann man dadurch als Verschluss für eine Klappe oder eine Tasche oder sonst was nehmen. Und das Röschen, das fand ich so was von passend, ne? Passt auf jeden Fall. Ich lasse das mal liegen. Ja. Das lasse ich mal liegen. Der ist gut.
Da. Wo ist denn jetzt noch einer? Da. Das lasse ich nicht so da liegen. Das tun wir natürlich weg. In die Dingens. Ach, da ist noch eins drin, ne? Ach, da sind noch so große Ecken. Oh, das ist ja toll. Hör mal, komm, ich guck noch mal rein. Da habe ich ja allerhand die Döns drin, ne? Ja, also den werde ich da nicht mit verarbeiten. Ne, der ist zu niedlich. Das sind die Perlen, die sind wichtig. Oh, die sind wichtig, die sind wichtig. Die sind wichtig, die ist auch wichtig. Schwarze Kalabassen sind wichtig, kann man noch alle brauchen. Und hier weiß ich noch nicht, wie ich das Ding ins Fest mache. Mal gucken. Also das kommt auch mit rein. Ach, wenn ihr dann kriegt. Ja, die zwei, die finde ich so toll, ne? Die sehen so, boah, ey, die sehen so genial aus. Der hier, da kann ich auch irgendwie eine Öse oder sowas durchmachen. Mal gucken. Die Knochenhand, der kleine Schädel, der Flügel. Batman, die Fledermaus. Und das Röschen jetzt. Und dann noch die zwei Ecken. Die zwei Ecken, die fallen mir ja noch super gut. Ne? Die machen sich ja auch noch gut. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Jetzt würde ich gerne noch, denn ich habe ja noch von den schönen Papieren übrig. Und da würde ich gerne ein Notizheft machen. Aber das ist natürlich zu groß, ne? Ja, also da muss so ein Stückchen ab. Da muss ein Stückchen ab. Welche Seite nehmen wir dann da? Welche schneiden wir ab? Ich glaube fast die, da war der Kleber, ne? Oder? Naja, ist ja. Komm, dann machen wir es so. Ist sowieso hat so gewählt. Ja, bis in die Höhe, das ist okay. Ja, mache ich noch ein Notizbuch dabei. Warum auch nicht? Ich bin halt so. Mache ich noch ein Notizbuch. Aber ich mache nicht irgendein Notizbuch. Ne? Das soll ja auch dazu passen. Heißt, ach Gott. Nee, ich brauche euch nicht all. Ich brauche nur das. Oder? Oder das? Nee, das könnte man noch irgendwo in der Mitte mit reinnehmen. Hier hängt noch ein Faden. Das sieht doch hübsch aus. Aber das ist ein bisschen zu groß dafür. Und so, naja, nehme ich statt wie bei dem einen Buchrücken. Ach, und überall Fussele. Junge, nee. So, denn wenn ich das jetzt da drin, ne, das hat doch jetzt. Das ist ja dann richtig schwarz und das ist mir so heller schwarz dann. Und das hell und dunkel schwarz, keine Ahnung. Also mehr so dunkelgrau. Oder wie man doch nennt. Aber da würde ich hier ein wenig wischen. Ganz klein bisschen, nur ganz zart. So schattenmäßig. So, muss ja nicht viel sein. Ja, gut, die Ränder schon, ne? Ist klar. Hopp da. Ach, und heute war Teil 13, ja? Heute war Teil 13 und Irene, du hast sie gefragt, mit was ich da inke. Also, ich wusste ja nicht mehr genau, was ist. Ne? Also hier, das sind die Distress Ink, das ist weiß, Picket Fence. Und zum Schwarz inken, Distress Ink, Plex Suit. Sind beide, sind die bei Funkelkram. Gut,
Das ist geklärt. Nee, hier haben wir noch nicht. So. Dann haben wir nämlich auch noch ein Notizheft dabei. Ich bin bescheuert. Aber gut, warum nicht? Dann mache ich halt noch ein Notizheft. Pup. Kennst du ihn? So. Zack, zack, zack. Mal eben eine Strichen, fertig, das reicht. Und jetzt tun wir das da drauf. Ja, kann ruhig schief sein, ist egal. Alles, was über ist, das schneide ich dann nämlich ab. Und hier sieht man natürlich der Kleber überall durch. Ich bekomme dann die Flossen. Voll normal. Ja, und jetzt schneide ich da, nee, drehe aber andersrum. Wieder einfacher. So, uno. Hasta la vista. Due. Drei. Und abgefaltet. Passt. Da fehlt natürlich noch was zur Verzierung, ist ja klar. Aber wir nehmen jetzt erstmal ein paar Papiere. Oh! Nee, das aber nicht. Da kommt woanders hin. Was ist mir jetzt schon wieder? Ach, hier fallen lauter Sachen um, ist mir egal. Da kommt nämlich Int-Buch. Das hier auch. Wie rum ist das? Ah, das sind zweimal die gleichen, ja. Das sind zweimal die gleichen. Einmal heller, einmal dunkler. Also einmal blaustich und einmal mehr so braun. Das kommt in das große Buch nämlich rein. Und da sind noch zwei Blätter, die sind ein bisschen angerissen. Und deswegen, das macht ja nichts, ne? So, mal gucken, ob das von der Größe her dann passt, wenn ich das so halbiere. Passt doch prima, ne? Ist doch gut. Ja, da tun wir das halbieren. Halbieren. Ja, die brauchen wir natürlich nicht all. Da gucke ich mal, welche Papiere will ich haben. Also das sieht ja total toll aus. Ne? Aber so knautschig, das kann ich da nicht mit reinnehmen. Das auch nicht. Das ist auch ziemlich knautschig. Und das auch. Das ist ziemlich glatt. Das ist gut. Das auch. Das auch. Und das auch. Das ist grenzwertig. Das geht noch. So, da tun wir die wieder weg. Und da haben wir hier 2, 4, 5. Oh, das werden viele. Ja, das wird einiges. Na ja, da ist es halt so. Dann ist es eben so. Obwohl, ganz so viel brauchen wir ja nicht. Komm. Tu mal weg, nimm nur die drei, das reicht.
Jo. Jetzt mal gucken. Ja, so müsste gehen. So quasi in etwa. Jetzt macht das zum möglichst gleich Sinn. Ne, das eine ist was länger. Das eine ist was länger. Da muss noch was ab. Da gucken wir mal, wie viel. Da holen wir mal ein Blatt. Noch ein bisschen. So, ja. So könnte es hingehen. Ja, die sind wirklich schmal, aber ist egal, die tun wir mal aufs Seite. Wer weiß, was mir da noch alles einfällt. So, jetzt müssten sie ja so ziemlich Sinse. Und jetzt schlagen wir das einmal doppelt. So. Und wenn wir das nämlich jetzt da reinlegen, von der Höhe her passt es ziemlich genau. Wow. Da braucht nämlich hier außen nur noch ein bisschen weg, ne? Ein ganz klein bisschen. Ach, das ist ja toll, ey. Das sieht richtig gut aus. Hier fällt mir. Super. Doch. Da muss gleich nur noch ein bisschen weg, wenn ich jetzt genau dazwischen komme. Ne, das ist so nicht. Jo. Ja. Und ne anhören. So rum. Sonst geht es ja nicht. So. Dann hole ich mir dieses. Und dann hole ich mir das. Wird dann nämlich auch noch gemacht. Einmal in die Mitte, einmal etwas höher und einmal etwas tiefer. Ja. So. Zack. Und jetzt kommt, jetzt muss das ja richtig abgeschnitten werden, ne? Mal gucken, ob wir das Plan bekommen. So müsste das gehen. Quasi in etwa so ungefähr.
Ich muss es doch. Die geht wieder nicht. Ne, da bleibt zu viel noch da. Wie ist es, wenn ich das von Hand schneide? Ja, das geht aber nicht gut, ne? Ne, das geht nicht gut. Dann klappe ich jetzt mal das Schwarze ein bisschen weg. Vielleicht kriege ich dann eher. Supi. So. Das war schon mal schön, ne? Sieht doch irgendwie hübsch aus. Jetzt gucken wir mal. Gut. Was fällt mir denn hier dauernd alles um? Oh. Das sind die hier. Ich habe zwei Stück hier immer am Boden stehen. Schlimm. Schlimm, schlimm. So, da schauen wir mal. Die Uhr wäre schön, ne? Oder das Zettelchen und die Kerze. Ja, das wird mir auch noch gut gefallen. So, und die Kerze. Ja, da tue ich jetzt noch mal. So grob. Nicht besonders ordentlich. Aber muss ja auch nicht sein. Ja, und hier jetzt. Zack. Na, das sind die von Stickerbögen, ne? So, einmal da. Und bei der Kerze genauer so. Sehen die doch schon ganz nett aus. Jetzt klebe ich das. Nee, so rum. Mensch. Ja. Ich habe trotzdem noch was Kleber dran, weil das ist, ich weiß nicht, wie gut das Dicke auf dem Stoff hält.
Deswegen, dann kann sich ruhig der Rand ein bisschen lösen. Das macht nichts, aber das Schlimmste ist fest. Ne? So, jetzt hier. Die Kerze noch. So. Zack, das gefällt mir schon mal gut. Gefällt mir schon mal sehr gut. Ja. Da fehlt aber noch was. Ich weiß noch nicht, was. Da fehlt noch was. Das gefällt mir nicht. Und das? Oh, das sieht doch schon schön aus, ne? Oder hier hin? Da habe ich nämlich doch, ist mir beim Abschneiden, der wunderschöne Rand abhanden gekommen. Das sieht doch cool aus, ne? Komm, das machen wir jetzt da drauf. Zack. Jetzt noch das Ende was einkürzen. Und hier der Schnippel weg. Boah, das sieht voll schön aus. Das gefällt mir. Ja. Zack, hätte man da nur noch. Hab ich auch noch sowas gemacht. Ja, und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, jetzt hatte ich ja die zwei Blätter hier rausgelesen. Ich habe ja gesagt, die kommen in das große Journal. Ne? Das heißt, wenn ich das große Journal hier wegkriege, ja, hier kommen die nämlich rein. Da waren nämlich zwei Blätter, die hatten einen Ditch. Die jetzt aber finden, das ist natürlich echt, ja, ne? Ja, da ist ein Mini-Löschlein, das ist, ja. Nee. Da waren zwei Blätter, die waren so locker leicht kaputt. Das hier so nicht kaputt genug dafür. Das finde ich total schön. Das ist so hier knautschen, sieht trotzdem so irre aus. Die fällt mir super gut. Und hier ist ein Löschlein, aber das ist da. Das finde ich schon auch nicht so schlimm. Das ist oben ein bisschen eingerissen. Aber die coolsten Papiere hier. Ja, nur auf welcher Seite mache ich das? Mache ich das hier hin oder mache ich das da hin? Ich glaube, ich mache das hier hin. Hier so drauf. Na? Dann kann man das nach hier aufklappen und nach hier aufklappen. Ja.
Dann kommt hier noch irgendwas drauf. Oder ich mache das ganz anders. Ich könnte das hier auch so, dass man das so faltet. Da kann man das so, ne? Könnte man auch. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ja, jetzt hatte ich schon gedacht, eine Tasche dahinter, aber hier ist das ja kaputt. Und da soll ich da was anderes hinmachen. Gott. Ja, warum mache ich dann nicht einfach was anderes hin? Warum mache ich dann nicht was anderes hin? Ich weiß, der Mond. Der Mond. Mond. Der Mond. Zack. Nee, halt. Die Schier brauche ich noch. Aber mit dem Strumpfband, das gefällt mir jetzt ja nicht mehr so, weil das ja nicht so straff ist und so. Und dann die Farbe auch. Ja. Ich glaube, das lege ich weg für ein anderes Projekt. Ja, das ist. Das gefällt mir ja nicht so richtig. Sieht irgendwie doof aus, ne? So, warum kommt der Mond? Ich habe keine Nickes Weiß. So, ne? Ja, so. So. So, so. So, so. Passt doch total, ne? Irgendwie so. Passt. Finde ich schon. Und wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Nee, den nicht. Das ist der andere. Nee, nee, nee. Das sind ja die, die eigentlich ruf den Sticker sind, ne? Ja. Ne. Ne, ne. Naja, jetzt gucken wir mal nach den beiden Seiten, wo ich die noch reintun kann. Hier, siehst du, das war nämlich so riesig gerissen. Das war echt riesig gerissen. Und da kann man das doch prima mit einbauen. Ne? Ja. Zack. So. Ja. Das ist nämlich wirklich blöd, ne? Da bauen wir dann nämlich als Faltseite ein. Alles gut. Und dann muss ich noch gucken, ob ich das richtig rum habe. Da bringe ich auch fertig, so was auf den Kopf zu stellen, ne? Und dann fällt mir erst auf. Ne, ist richtig rum. Da sind die Vögelchen da. Nee, da will ich aber hier einen braun. Obwohl, das ist so real. Da.
Dann sieht das so hier aus, als müsste das so sein. Das wird lang nicht fackelt. Ne? So. Und hier haben wir das. Da können wir das aufmachen. Und einmal können wir dann von der Seite gucken. Und da von der Seite. Das ist prima so. So, und das andere machen wir. Da war nämlich noch ein paar. Sieht das nicht genial aus? Ich finde das so toll, ey. Eine super Färbung. Und hier zu dem Foto passt das auch total, finde ich. Beides so, ne? Ja, das passt doch so schön. Jetzt sag nicht, ich habe hier das Blatt auf den Kopf gestellt, ey. Ja, klar. Ah ja. Ist so. Das eine Blatt ist im Kopf. Obwohl, hältst du ein Spiel hin und guckst dann da, ne? Dann ist es wieder richtig rum. Da war noch irgendwo eine Seite kaputt. Da, hier habe ich so eine schöne Kante abgeschnitten. Aber das ist halt, wenn das zu groß ist, ne? Das ist halt so. Und das, ich habe es ja nicht gebügelt. Das ist immer noch so wellig hier, ne? Ich finde das total schön. Hier. Da kann man ganz viel fühlen. Und irgendwo war da noch eine kaputte Seite, das weiß ich doch. Eine, die auch so eingerissen war. Keine Ahnung. Wir sind auch vom Papier schneiden. Überall noch so Zippel. Schlimm. Hier auch. Und da noch. Ja, ich weiß nicht, wo das eine ist. Keine Ahnung. Ist weg. Ups. Da. Jetzt seht ihr ab. Eine Malvenblüte. Das bleibt wiederum dran. Und hier, da gucke ich mal, was ich da machen kann. Ja, einfach so den Streifen da drüber, ne? Obwohl, hier ist auch kaputt. Das ist zu schmal. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Jap, jap. Jap, jap, jap. Komm her, du bleibst mal da drin liegen. Du bleibst dann nämlich auch offen. So rum oder so rum? Also, ja. Oder? Ne, so rum, ne? Ja, so rum. Kommst du wohl? Ich bin nicht am Ziehen. Ja, jetzt hast du schon angezogen. Toll. Super Kleber.
Hast du nicht viel Zeit? Dann ist es passiert. Naja, auch egal. Wo kommst du her weg? So. Ja. Dann lasse ich mir jetzt mal ein paar Sachen einfallen, die ich machen kann. Das würde ich aber auch noch gern irgendwo. Oder kann ich das vielleicht in dem Schmalen? Wäre auch nicht verkehrt. War da vielleicht ein Platt kaputt? Da könnte man das hier auch irgendwo einfach so, ne? Ja, so. Nur dann muss ich jetzt oben oder unten ein bisschen abschneiden. Wo schneide ich denn was ab? Unten. Ein Stückchen. Ja, das ist ungefähr da der Streifen. Jetzt müsste das hingehen. Yep. Passt. So, dann passt das nämlich hier so rein. Na? Dann kleben wir das jetzt mal. Aber ich glaube fast, da klebe ich so, dass ich von da eine Tasche habe. Ja. Das heißt also. Ja. Hier. Klebstoff. Hier unten Klebstoff. Und mache ich die jetzt geschlossen oder offen? Ach komm, ich mache sie geschlossen. Und was ich dahinter klemmen, weiß ich noch nicht. Ne? Keine Ahnung. Ja, hätte jetzt doch noch ein bisschen höher gekonnt. Ja, so. So. Farblich passt das auch zu dem Papier ein bisschen, ne? So, und dann kann man hier nämlich noch was reintun. Und was tun wir da rein? Das könnte da reingehen. Das geht echt da rein, wenn ich das will. Aber das fände ich doch ein bisschen dick für da, ne? Wäre echt ein bisschen dick. Dann machen wir dafür extra Dingsbums wieder rein. Und was? Da fällt mir gerade was ein. Ja, jetzt bin ich mit allen drei zur gleichen Zeit. Das ist bei mir. Kann man das nicht zusätzlich noch da reinlegen? Doch. Platz ist schwarz, ist da. Und da passt da noch hin und rein. Ist doch gut. Prima. So. Die brauche ich noch alle. Und was ich hier drin habe, da brauche ich noch alles. Da muss ich ja auch noch überall verteilen, ne? Und dann noch das von Dagi, was das mir geschickt hat.
Die muss ich allerdings ausschneiden. Aber die passen ja auch so gut dazu. Und das sind ja Freebies, die darf man ja benutzen, sonst würde ich die auch nicht nehmen. Ne? Also ich mache das nicht so, geklaute Sachen. Das mache ich nicht so. Aber hier so Freebies gibt es ja auch viele. Und hier, das passt wirklich. Der Rabe halt im Englischen. Da passt ja sowas von. Da passt sowas von gut. Jo, da habe ich hier das zum Dekorieren, das noch zum Dekorieren und das noch für kleine Dingsbums. Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Muss ich noch gucken. Ja, ist noch einiges. So, wo sind wir jetzt? Bei 46 Minuten. Leute, das wird eine längere Sache, ne? Das wird echt eine längere Sache. Ich mache jetzt erstmal die hier fertig. Und das hier dann noch. Und der hier noch. Und der dann noch. Und der dann noch. Und der dann noch. Und der dann noch. Also da habe ich einen hier. Ja. Die muss mir jetzt noch falten. Ach, ist das nicht schön? Ich finde das so schön mit dem roten Auge da. Das, die gefällt mir ja so gut. Ja, toll. Man kann auch gerade falten. Man muss nicht schief falten. Muss nicht sein. Oh Mann. So. Ja, und das machen wir so. Ja, also ich tue die jetzt mal alle falten, die Umschläge zukleben und dann gucke ich mal, was ich in welches Buch packen will und wie ich das packen will. Hier muss ich auch noch Spitze reinkleben an den einzelnen, ne? Da muss noch Spitze rein, jede Menge viel, weil Spitze hört dazu. Das ist einfach die Zeit. Und die Karten habe ich auch noch, die Ansichtskarten. Die kann ich auch noch mitverwenden. Oh, das wird so toll. Das wird so toll. Ja, drei Bücher, die ich vollknall. Oh Mann, ey, das wird was. Naja, gut, ne? Ich bereite mal weiter vor. Was habe ich denn hier? Also, Magnet. Ja, dann bereite ich noch mal weiter vor. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder, ne? In noch einem Neverending Story. Ich kann nichts dafür. Das ist eben so. Ja, dann in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.